wie man Wirtschaft und Ethik erfolgreich miteinander verbindet, meine Damen und Herren. Das zeigt die GEPA schon seit über 40 Jahren. Und die Zusammenarbeit mit unserem Partner aus Thailand, GreenNet, ist ein lebendiges Beispiel dafür. Der Bio-Reis aus Thailand ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Lebensmittelsortiment. Helping with the farmers technically, you know, helping them with the technical knowledge is not enough. We need to provide market access. And that's why I quit the NGO and start GreenNet 23 years ago. So we are one of those pioneers in organic and fair trade in the country. As you know, climate change is become one of the issues nowadays all over. Fairer Handel, Fair Trade, das war im einen wieder schon einer der Kernaspekte, weil man natürlich der Überzeugung ist, dass man verbunden ist mit der Natur. Also nicht nur die Energie des Kochs geht aufs Essen über. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, im einen wieder, also je besser der Koch drauf ist, desto besser schmeckt sein Essen. Sondern auch die Energie des Produzenten, weil das natürlich energetisch natürlich ins Essen und dann auch übergeht. Das ist ja alles eine Form von Kommunikation. Man sagt zum Beispiel im Ayurveda pro Mahlzeit nur das Essen, was in beide Handflächen ist. Also nicht so, bei uns, sondern so. Und das reicht. Man isst zusammen, man kocht zusammen, weil es natürlich auch gut ist für die Seele. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich bewusst ist, wie viel braucht man wirklich, um satt und zufrieden zu sein. Natürlich kann ich 3-4 Schalen essen, aber es wird mir nicht gut gehen damit. Sondern es ist immer wichtig, wie viel Nährung hat man in der Schale. Ja, und deshalb ist ein Hauptaspekt im Ayurveda, möglichst alle Mahlzeiten warm zu essen. Ja, weil ungekochtes, rohes Essen braucht ungefähr 5-mal länger, bis es verdaut ist. Weil einer der Hauptevolutionsschritte in der Menschheit war nicht Fleisch, sondern Feuer. Ja, weil erst durch Feuer waren wir in der Lage, unsere Nahrung viel nahrhafter zu machen. Aber mit so einer Schale, zum Beispiel lecker gekochtem Reis und Gemüse oder Linsen, da hat man viel mehr Power. Und noch ein praktischer Tipp am Rande zum Thema gute Ernährung. Warm essen und anständig kauen. Das klingt so doof, aber es ist so. Es wird ja, ich glaube, wir wissen von dem Naturpreis aufgehoben, weil das ist dann gleich eine der Gerichte. Das ist so ein süßer Reissalat mit Ananas, Mango, Papaya, Rosinen, Cashews und Thai-Basilikum und Honig. Angemacht. Mit Garlic ist perfekt. Zum Frühstück? Ja, zum Frühstück. Okay, es geht ja auch salzig. Also in Form von Suppen oder Brühen. Ihr könnt auch alles andere nehmen, was ihr so da habt. Apfel, Birne, Hauptsache warm. Also alles ist eine Evolution zum Käsebrot. Und wenn man es tendenziell mal schafft, einmal die Woche ein Käsebrot gegen warmes Frühstück zu tauschen. Okay, some people say, you know, you try to put food with different color, like 5 different colors to the meal. Jede Farbe steht ja für ein gewisses Element, für eine gewisse Energie. Das heißt, dass es gerne bunt sein kann und kein Haferporridge einfach. Also ein bisschen Obst mit rein, Chili. Die rote Farbe von der Chili, das signalisiert schon mal was. Oder hier auch das Thai-Basilikum, was hier im Salat drin ist, was gleich noch in die Soße kommt. Am Basilikum im Ayurveda gilt als Geistklärer. Noch eine Frage zur Schärfe. Ihr esst ja relativ scharf. To make life a bit more spicy. Ja, spicy, more interesting, otherwise everything is so plain. Da passiert natürlich nichts. Also ihr müsst immer am besten mit der Rückseite vom Messer testen. Und das wäre jetzt quasi so eine Variante. Spicy, sweet.